Seid ihr herzlich willkommen. Eine Liebesorakel, die Göttin in dir. Die Frage ist bei dieser Legung, wie sieht er dich als Frau oder welche Erwartungen hat er? Erstmal schauen wir hier die Bilder an, was als nächstes kommt. Dieser Turm kann bedeuten, dass er möchte etwas vergrößern oder er ist bewusst mit deinen Größen. Dieser Turm kann noch Einschränkungen sein oder ein Amt oder eine rechtliche Lage. Das wird jetzt abgeschlossen. Hier ist die Schlüssel dazu. Und das dauert gar nicht lang, bis Ende Februar, Anfang März, dann öffnet sich hier eine neue Tür für dich oder für euch und die Lilien zeigen Reinheit. Hier klärt sich etwas auf und das erlebst du in den kommenden Tagen und Wochen. Und jetzt schauen wir an, was hier die Karten zeigen. Aber vorher möchte ich noch erwähnen, hier brennt eine Kerze, weil diese Aufnahme ist mit Kerzenmagie und das können wir ganz gut nutzen. Diese Kerze symbolisiert die Kronenchakra, also die hohe Spiritualität, diese spirituelle Energie, die Verbindung zum Göttlichen und das soll eine Unterstützung sein, was eure Liebe betrifft. Was ihr zu Hause machen könnt, mal eine rote Kerze anzünden, an ihm denken, sein Foto anschauen. Somit aktivierst du deine Liebesenergie und auch seine Liebesenergie und ich helfe bei dieser Verbindung. Beziehungsweise das Göttliche ist auch da. Dafür ist diese Kerze. Du kannst diese Aufnahme öfters anschauen, immer wieder mit diesem Kerzenmagie arbeiten. Ende dieser Aufnahme übertrage ich noch diese Energie von Kerzenmagie und mach dir bequem. Und wenn in diesem Moment dir ein Begriff einfällt oder siehst du ein Bild vor dir, dann hat das eine Bedeutung. Wenn du diese Aufnahme öfters anschaust, dann bekommst du neue Bilder oder neue Wörter und aktuell wirkt dann das. Das ist dann für dich eine Botschaft. Und mit dieser roten Kerze kannst immer arbeiten. Wichtig ist, dass du dabei bist und dass für dich die rote Kerze dann anzündest und auf deinen Wunsch denkst oder auf ihn denkst. Hier, wie wirst du von anderen wahrgenommen oder von ihm wahrgenommen? Wie sehen andere Menschen dich als Frau oder wie sieht er dich als Frau? Die Sterne bringen Glück. Er ist glücklich, wenn er dich anschaut. Oder er ist glücklich, so wie du bist als Frau. Die Sterne zeigen aber auch eine spirituelle Richtung und er meint oder anderen Männer, du bist sehr spirituell. Wie kannst du deine weibliche oder göttliche Energie transformieren? Das ist schon alles im Fluss, kommt alles in eine fließende Bewegung. Und das hat eine reinigende Wirkung. Also du befindest dich schon in dieser Transformation und du hast auch reinen Gedanken, reinen Gefühlen. Wie lebst du deine Weiblichkeit? Bist du mit dir selbst zufrieden? Du bist
auf dem Weg zu Selbstliebe und Zufriedenheit. Welche Hindernisse sind in dein Leben oder Hindernisse, was euch beide betrifft? Es gibt keine Schwierigkeiten. Du tanzt hier, hier kommt alles in fließende Bewegung. Es gibt Momente, wo du selber stolperst, weil du bist unzufrieden oder hast du Angst, aber befindest dich in dieser Transformation, verändert deine Einstellung. Deine Stärke ist dein Wissen und deine Weisheit. Aber das kann auch deine Verschlossenheit sein. Du musst nicht immer alles andere mitteilen. Hier sind deine Gefühle und deine Gedanken, aber ich verändere das jetzt, weil es geht darum, wie sieht er dich. Also schauen wir an seinen Gefühlen und seinen Gedanken. Seinen Gefühlen zeigt dieser Hund und das bedeutet seine Treue. Kann auch dieser Bild vermitteln, erstmal nähert sich freundschaftlich und erst später spricht über Gefühle. Seinen Gedanken hier ist die Öffentlichkeit und Ansehen und Anerkennung, also kommt schon Wertschätzung. Oder er möchte mit dir in die Öffentlichkeit treffen. Oder er ist ganz stolz auf dich und zeigt dich in Öffentlichkeit. Hier in diesem Platz ist die göttliche Kraft, welche Unterstützung kommt von oben. Die Mäuse können etwas entfernen und zeigen Verlustangst. Hier hast du eine Lernaufgabe. Verabschiede dich von Ängsten. Verabschiede dich von Verlustangst. Und ich übertrage jetzt die Energie von dieser Kerze. Und überleg mal, was bedeutet diese Symbolik, was du gerade gesehen hast oder dieser Begriff. Und ich freue mich, wenn du das im Kommentar schreibst. Bei mir erschien ein bunter Vogel, ein kleiner Vogel und war fröhlich. Und für mich bedeutet das Bewegung oder Leichtigkeit, auch Kommunikation. Wenn dir diese Aufnahme gefallen hat, ich freue mich, wenn du diese Aufnahme auch likest, kannst auch deine Meinung im Kommentar schreiben oder diesen Kanal abonnieren. Das war eine allgemeine Legung, aber diese Legung ist bestellbar. Mein Honorar beträgt 10 Euro aus der Schweiz, 12,50 Euro mit Kerzen, Magie, Energieübertragung, Energiearbeit, dann 15 Euro bzw. 17,50 Euro. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.